Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns Grundpreisangaben mit WAVI Profi 3 ansehen. Kommen wir erst einmal zum praktischen Beispiel. So, was sind Grundpreisangaben? Sie kennen das vielleicht und hier gehe ich mal oder nehme ich einfach mal als Beispiel einen Discounter. Sie kaufen einen Becher Joghurt, da sind 50 Gramm drin und dann steht dort als Beispiel 100 Gramm kosten 1,30 Euro. Okay. Diese Angaben kann je nach Produkt verpflichtend sein. Also das heißt, das müssen Sie angeben. Und das können Sie jetzt mit WAVI Profi 3 auf einem Etikett zum Ausdruck bringen. Hierzu gehen wir in den Artikelstamm und da müssen wir jetzt vielleicht auf zwei, drei Sachen eingehen. Zum einen mal ist es ja so, können Sie einen Artikel deklarieren. Ich nehme jetzt einfach mal den Sommerrock und ich ändere den mal auf Joghurtbecher, ist doch wurscht. Joghurt, Sommer oder Sommerjoghurt, ist doch egal. Und ich sage, das ganze Ding kostet 1,99 Euro. Okay, das Ganze ist natürlich eine Dose oder eine Packung, machen wir so. Nur damit man das Ganze irgendwie hier, ja, nehmen wir irgendeine Warengruppe und speichern wir das Ganze. Okay, so, wir haben jetzt hier einen Sommerjoghurt angelegt. Den verkaufen wir für 1,99 und das ist eine Packung oder eine Dose, je nachdem, was Sie halt deklariert haben. Jetzt kann es aber sein, dass Sie das, wenn Sie das im Regal stehen haben, dass Sie hier natürlich eine Grundmengenpreisangabe machen oder tätigen müssen. Das können Sie nun wie folgt mit WAVI Profi 3 machen. Okay. In Staffelpreise und PVA, gehen wir wieder auf den Ändern-Modus, haben Sie hier Inhaltsangabe. Hier können Sie sagen, was ist denn hier eigentlich drin? Zum Beispiel, da sind 50 Na, und dann hier Gramm drin. Okay. Somit haben Sie, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, 50 Gramm sind in diesen Sommerjoghurt-Packung, die wir für 1,99 verkaufen. Und jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt gehen wir auf den Artikel und legen uns schnell ein Etikett an, sagen hier, wir brauchen für diesen Artikel ein Etikett und ich sage, nun übernehmen. Jetzt gehe ich daher und sage, Etiketten drucken. Und über das Anlegen oder das Layouten von Etiketten, da gehen wir in diesem Video natürlich nicht drauf ein, weil das an anderer Stelle schon umfangreich und auch per Videos, mit mehreren Videos schon erklärt wurde. Ich sage jetzt nur, ich will es einfach mal sehen. Als Anmerkung, wenn Sie hier nichts drinstehen haben bei den Formaten und bei Ihren Etikettenvarianten, müssen Sie natürlich über Details und Layout Ihre Varianten anlegen. Okay. Wir gehen jetzt hier auf Vorschau und drucken, wählen den Drucker aus, auf den es kommen soll und wir sehen nun das Etikett vor uns. Ist jetzt nichts Besonderes, es geht nur einfach mal darum, damit Sie sehen, dass WAVI Profi 3 gleich die Grundpreismengenangabe oder die Grundpreisverordnung hier berücksichtigt, insofern Sie das in einem Feld des Etiketts zugewiesen haben. Und wir sehen hier, dass hier 100 Gramm 3,98 kosten. Okay? Das heißt, woher kommt diese Information? Diese Information kommt aus WAVI Profi 3. Und dadurch, dass wir jetzt schon fast am Ende mit dem Video sind, zeige ich Ihnen auch noch gleich, wie Sie das im Etikett natürlich anlegen. Okay, ich gehe hier auf Details und Layout und nehme das jetzt einfach mal hier raus. So. Das heißt, wenn Sie sagen, ich brauche jetzt auf einem Etikett zum Beispiel die Grundmengenangabe, dann gehen Sie wie folgt vor. Sie haben hier normalerweise dann irgendwo eine Toolbar, entweder hier oben, ja, oder irgendwo mitten im Fenster, so zum Beispiel, so eine Report-Control-Bar, in dem Sie verschiedene Steuerelemente finden. Sie klicken auf das ABL, auf dieses Feld, okay? Sie klicken da einmal mit der linken Maustaste drauf. Nun gehen wir ins Etikett und Sie sehen schon, dass wir als Mauscursor jetzt keinen Pfeil mehr haben, sondern ein Kreuz. Sie ziehen nun mit gedrückter linker Maustaste ein Rechteck. Ja, und lassen das dann irgendwann los. Bei der Expression, also beim Ausdruck, geben Sie nun ein GP Grundpreis unterstrich Name. Okay, das können wir uns gleich kopieren, weil das brauchen wir nachher wieder. Und in der Print-When-Bedingung sagen Sie, pass mal auf, das musst du nur drucken, wenn da auch was drinsteht, ist ja klar. Weil wenn da nichts drinsteht, weil der Artikel keine Grundpreisangabe hat, dann brauchen Sie natürlich auch nicht, ist ja klar. Dann können Sie sagen, hier, print only when expression is true. Das heißt, nur drücken, wenn der Ausdruck, wenn diese Bedingung wahr ist. Wir machen ein Ausrufezeichen und sagen, das heißt nicht. Dann schreiben wir leer in Englisch, empty,
machen die Klammer auf und geben nun unseren Platzhalter ein, gp-name, und machen die Klammer wieder zu. Nun sagen wir unseren Etikett, pass mal auf, wenn in gp-name, also in der Spalte gp-name, was drin steht, dann druck's. Und wenn sie leer ist, also wenn sie empty ist, dann druck sie nicht. Das heißt, nicht leer. Okay. Und wir bestätigen die Abfrage. Das Feld können wir jetzt natürlich noch ein bisschen kleiner machen. Wir können hier noch den Style verändern, indem wir hier sagen, pass mal auf, du bist, keine Ahnung, Areal, ist da wurscht was, und du bist 9 groß, wie auch immer. Und dann können Sie hier, dann haben Sie hier Ihre Grundpreisangabe, okay. Sie können dann natürlich auch noch die Ausrichtung bestimmen, dass Sie sagen, wie soll das ganze Ding ausgerichtet sein. Zum Beispiel mittig und so weiter. Aber da haben wir auch spezielle Videos dafür, die Ihnen das Layouten von Etiketten zeigen. Nun klicken wir auf das X, um das Etikett zu schließen, und bestätigen die Abfrage zum Speichern mit Ja. Wir gehen hier auf Ausgang und sagen nun Vorschau und Drucken. Wir sehen nun, dass hier steht 100 Gramm ist gleich 3,98. Okay, das ist schon mal ganz cool. Als Beweis, nein, will ich jetzt nicht löschen, legen wir für den Artikel auch ein Etikett an. Ich sage hier, da will ich 2 Etiketten für den haben. Für diesen 19 Zoll Widescreen ist es so, dass wir hier natürlich keine Inhaltsangaben haben. Somit muss er hier die wahrscheinlich auch nicht drucken. Das sehen wir uns an. Rechtsklick, Etiketten drucken und sagen Vorschau und Drucken. So, dann haben wir hier für unseren Joghurt, für unseren Sommerjoghurt eine Preisangabe, 100 Gramm ist gleich 3,98. Und hier für unseren 19 Zoll Widescreen Monitor haben wir natürlich keine Mindestpreisangabe, weil ja die für den Artikel nicht relevant ist. Ja, das war's schon an dieser Stelle. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!